Moin, schön, dass ihr bei mir im Kanal reinschaut. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diesen maritimen Dekokranz gebastelt habe. Und zwar ist es ein Styroporkranz, den ich zweifarbig angemalt habe. Und dann habe ich so ein bisschen Kordel oder ihr könnt auch Paketband benutzen und so ein bisschen Deko mit reingeklebt. Und wie ich das Ganze gebastelt habe, das möchte ich euch natürlich jetzt zeigen. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für meinen maritimen Dekokranz brauche ich einmal so einen Styroporkranz. Ich habe jetzt so einen, die Halm, der unten so flach ist, weil ich den ja aufhängen wollte. Und ich wollte den jetzt anmalen und ich benutze eigentlich immer diese Vollton- und Abtönfarbe. Und dann wird der Kranz erstmal angemalt. Ich habe euch das mal hier schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich dann eine Hälfte so ein bisschen mit Braun und Weiß gemischt und angemalt. Und hier oben so ein bisschen Blau, weil ich das zweifarbig haben wollte. So, wenn euer Ring jetzt trocken ist, dann geht es ans Dekorieren. Dazu habe ich hier so eine grobe Kordel. Ihr könnt auch Paketband nehmen. Und dann habe ich mir hier jetzt schon so ein bisschen Deko hingelegt. Ich habe hier so ein bisschen Trockenmoos. Das soll nachher aussehen, als wenn das denn die Algen sind. Dann habe ich hier so ein kleines Dekofläschchen, ein paar Muscheln und Schnecken. Und dann habe ich mir hier noch so ein paar Äste von draußen geholt und die so ein bisschen weiß angemalt. Und dann habe ich hier noch so ein paar Dekomöwen. Und ihr braucht auch noch doppelseitiges Klebeband so ein bisschen und eine Heißklebepistole. Und als erstes mache ich mir hier von meiner Kordel oder Paketband, je nachdem was ihr habt, schneide ich mir so ein Stückchen ab. Dann nehme ich mein doppelseitiges Klebeband und mache mir da auch so einen Streifen ab und klebe mir das hier so hin. So weit, so breit will ich das gar nicht haben hier. Mache ich das so. So, dann nehme ich meine Kordel und wickel mir das denn jetzt so rum. Und das mache ich natürlich dann so breit, wie ich das leimen mag, wie ich das haben möchte. Und das mache ich dann auf beiden Seiten. Hier einmal da und einmal da. So sieht das jetzt fertig aus. Ich habe von beiden Seiten jetzt die Kordel da drum gemacht. Und jetzt kann ich anfangen, die zu dekorieren mit meinen Muscheln und mit meinen Schnecken. Und ich mache das immer so, dass ich den Heißkleber direkt hier auf der Muschel drauf mache und dann auf das Styropor klebe, auf den Styroporring. Weil manchmal ist das mit dem Heißkleber so, wenn das zu heiß ist, kann das sein, dass das Styropor sonst schmilzt und so ist das schon ein bisschen abgekühlt und geht wunderbar, ohne dass mir das wegschmilzt. So, meine Muscheln habe ich jetzt hier schon schön verteilt. Jetzt habe ich hier meine Dekoflasche. Die setze ich natürlich auch rein und da mache ich dann auch so einen ordentlichen Klecks ran. Und setze die mir dann da so hin. Dann nehme ich mir hier schon mal von dem getrockneten Moos so ein bisschen und drücke mir das so ein bisschen was zusammen. Mache da auch einen Klecks drauf und setze mir das hier so ein bisschen in der Mitte. Und jetzt habe ich hier noch meine Möwe. Die wollte ich da jetzt auch so noch mit draufsetzen. Da kommt natürlich jetzt auch so ein ordentlicher Klecks drauf. Und die halte ich dann noch so ein bisschen fest, dass nicht, dass sie mir umkippt. So, und zum Schluss nehme ich mir meine angemalten kleinen Hölzer und klebe mir die dann auch noch so mit ein bisschen mit dazwischen, dass das so aussieht, als wenn das so ein bisschen mit Strandgut ist. Das braucht gar nicht viel zu sein, nur so ein paar Stücke, ein bisschen andrücken, dass das auch festklebt. Ich zeige euch das jetzt mal und so sieht jetzt der fast fertige Kranz aus.
Ihr könnt natürlich hier oben noch Schleifenband dran machen. Ich mache das aber noch mit derselben Kordel hier. So sieht jetzt mein fertiger Dekokranz aus im maritimen Look. Ich finde, der ist ganz schön geworden. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben zum Basteln. Und vor allen Dingen, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Zementwolke.